Auf dem Atlantik braut sich ein Mega-Orkan zusammen und wir bekommen sogar die Ausläufer davon zu spüren, in Form von Sturm, aber auch in Form von Regen. Aber an Allerheiligen, das ist ja beispielsweise auch in Bayern ein Feiertag, gab es noch mal diesen Kuschelkurs in Sachen Herbstwetter. Das kennen wir ja bereits aus den letzten Tagen. Aber jetzt kommt der Herbst mit dem Vorschlaghammer und zerschmettert das schöne Bild. Und dann ist dieses Orkantief an der Stelle und sorgt dafür, dass es richtig turbulent beim Wetter weitergeht. Übrigens nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch generell weiter über Westeuropa. Tempo 200 sind hier möglich in Sachen Windgeschwindigkeiten. Versucht mal bei 200 km/h auf der Autobahn eure Hand rauszustrecken aus dem Fenster. Da kommt man fast überhaupt nicht dagegen an, weil das unglaubliche Kräfte sind. Und dieses Orkantief kommt dann weiter in Richtung Osten, Nordosten voran und streift dann auch uns in Deutschland. Deshalb hier der Wind stürmisch auffrischend. Einzelne Stürme sind definitiv mal möglich. Und der Regen ist dann auch noch eine Konsequenz von diesem neuen Sturm bzw. Orkantief. Der breitet sich dann in Richtung Osten aus. Gerade im Süden regnet es sich dann so richtig ein. Also die Nacht erst einmal ein bisschen trockener. Neuer Regen kommt dann im Westen an. Temperaturen 10 bis etwa kühle 2 Grad am Alpenrand. Und dann bekommen wir am Donnerstagvormittag erst noch ein bisschen Sonne im Osten. Dann den neuen Regen. Und am Nachmittag regnet es sich im Süden richtig ein. Und es weht der kräftige bestürmische Wind im Westen. Temperaturen dazu nochmal rund 15 oder 16 Grad. Am Freitag wird es dann schon merklich kühler, aber auch mal trockener. Aber zum Samstag wiederholt sich das Ganze schon wieder. Es wird nasser aus Westen und stürmischer.